Kannst du mir ein bisschen was mal erstmal so allgemein zu dem Lied sagen und wie du das zum ersten Mal wahrgenommen hast und so und ja, einfach mal so ganz allgemein vielleicht vorab? Ja, es war halt so, eine Freundin hat mich eben angeschrieben über das soziale Netzwerk Facebook. Dann hat sie eben gesagt, da ist ein Song über dich gelaufen, über Viva, glaubt sie. Ja, es sei aber nicht so negativ gemeint eigentlich so, ja, irgendwie halt, ja. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen auf die Seite gelegt und ja, dann bin ich halt, habe es mir später dann mal angeguckt, habe es abgegoogelt und so und Orsons und mein Name und so. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und da war ich halt schon erschrocken, gell, dass es natürlich, natürlich da verschiedene Unwahrheiten über mich gesungen werden, das mit dem rechtsradikalen Schläger und so und dieses Schwanz ab und dann Hechtsprung ins andere Geschlecht rum und so. Und das fand ich sehr deprimierend, muss ich sagen, ja. Hat mich sehr berührt. Also du hast auch getwittert, ich zeig euch an, habe ich gelesen. Ich habe eine Wut bekommen und alles und ich habe eine richtige Wut bekommen auf jeden Fall. War sogar soweit, dass ich kurz zum Explodieren war, ja. Ist das so sein Leben, seine Lebensgeschichte praktisch plötzlich in einem Song zu hören und ja, wo sie andere sogar noch über dich eigentlich eher lustig machen? Ja, also die Sache hat natürlich alles hinter meinem Rücken stattgefunden und dann hieß es halt noch von einem Bandmitglied, ja, heutzutage Transparenz muss halt sein und so, ja, aber das natürlich hinter meinem Rücken entschieden wird, ja. Das kann ja irgendwie nicht zusammenpassen, ja, so über den Köpfen hinweg entscheiden und dann aber Transparenz einfordern, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge, ja, das muss man auch mal so sehen, ja, so. Ja, also sie haben dich ja nicht gefragt für den Song, ne? Die haben ja nur die als Informationen, die sie eigentlich aus der Presse oder aus dem Internet irgendwo fanden und die dann zusammengewürfelt einen Song draus macht, ne? Das stimmt ja. Genau. Hätten die mich jetzt, ja gut, ich habe jetzt das Interview da mitgekriegt, da glaube auf Rap-TV, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwo gibt es dann, ey, auf der Cool Savas-Seite war es genau, da ist ein Interview drin, da erzählen die Orsons, wie dieser Song zustande kam und so und die haben da irgendwie zu viel geraucht und dann haben die natürlich das aus der Presse aufgeschnappt und so und dann hat dieser Mackes, der wohl dann quasi hat es halt angefangen so ein bisschen ein Lied zu fassen und hat es dann denen vorgespielt und so und ja, also viel gebracht haben sie sich auf jeden Fall nicht, aber das steht fest. Und auf gar keinen Fall deine Erlaubnis eingeholt, deinen Namen zu verwenden und deine Geschichte, ne? Ja, also wenn die jetzt hingegangen wären und hätten jetzt gesagt, Monika, wir haben da deine Geschichte gelesen und so weiter. Wir haben da schon mal so ein bisschen einen Song kreiert, ja, und so, und würden dich gern mit einbeziehen und sowas. Hätte es einen anderen Verlauf gehabt, wahrscheinlich, mache ich die größte Bitte. Und das muss ich sagen, sagt ja auch der Cast, ja, das hätten wir machen sollen und so. Ja. Du wirst ja da dargestellt auch als ehemaliger rechter Schläger. Ich weiß, da willst du vielleicht was kurz zu deiner Vergangenheit da sagen, auf was sich das eigentlich bezieht in dem Song und über den Wahrheitsgehalt. Ja, also im Wahlkampf 2011 hatte die NPD auf ihrer Baden-Württemberg-Webseite gepostet, dass ich eben früher ein Mann war, ja, und dann halt, ja, und jetzt Monika und für den Linken antreten, haben mich da in ein schlechtes Licht gestellt während des Wahlkampfs, was die NPD übrigens immer macht. Die suchen sich immer was, wo sie können, zwei Wochen vor den Wahlen kommen sie dann und posten dann so eine Geschichte. Und das hat natürlich die Medien aufmerksam gemacht, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht haben die Rundmails geschickt. Und unter anderem, muss ich sagen, hat die Bild-Zeitung das gepostet. Also die Schuld war bei der Bild-Zeitung. Die hat diese negative Publicity gepostet dann und in Bild natürlich geschrieben und so mit rechtsradikaler Schläger. Mehrfach aktenkundig und so und ja, das eigentlich müsste man ja noch die Bild-Zeitung verklagen für diese Sache, den wahrheitsgemäßen, also für diese Unwahrheit, ja. Also ich finde, wenn man einen Song so macht und mit deutsche Fahnenschwenken anfängt, ja, muss man sich vielleicht nicht wundern, wenn das auch falsch verstanden wird, ne? Oder halt vielleicht auch genau richtig verstanden wird. Ja, was halt
halt auf jeden Fall bedenklich ist an dem Song, dass die Fahnen, dass sie eben singen, die Fahnen wehen nur während der WM. Nur, dieses nur, glaubt darin liegt die Betonung und das ist natürlich sehr fragwürdig, muss man sagen, ja. Was sagst du zu dem, zu dem Song zurück jetzt gerade mit diesem, mit Transsexualität, wo ja drinsteht, dass Horst meinte, na gut, okay, ich habe keine Lust mehr auf Taschenbillard, ich werde jetzt eine Frau. Hat sich da ein Horst entschieden, jetzt zu sagen, ich bin eine Frau, oder wie siehst du das? Horst entschieden, ja, da hat sich Monika eigentlich entschieden. Der Name stand schon länger fest eigentlich. Da stand schon seit dass ich 16 bin fest, aber ich musste im Prinzip noch diese Hülle Horst tragen eine Weile, bis ich gesagt habe, so, und jetzt mache ich's. Ja, genau. Also es ist schon so, dass du innen eigentlich schon immer Monika warst. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Ja, also doch wirklich. Und das einfach nach außen hin den grob gesagt, den Horst geben musstest. So, genau. Und dann endlich den aufgeben konntest und endlich du selber sein konntest. Verstehe ich das so richtig? Ja, richtig. Es gab natürlich auch eine Phase des Verdrängens. Dann war halt mit der Zeit wurde ich halt depressiver und depressiver, bis ich mich dann einem Psychiater, sag ich jetzt mal, anvertraut habe. Ja, und der hat eben dann festgestellt, wenn ich eben glücklicher leben will, dann sollte ich das eben jetzt langsam mal in die Tat umsetzen, weil sonst wird es nicht besser, sondern schlimmer. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Also du hieß früher Horst. Und heißt heute Monika. Und was ist an dem Lied genau falsch? Warum hast du die Strafanzeige gestellt? Was sind deine Kritikpunkte an dem Lied? Ja, also ich möchte natürlich gleich behandelt werden und nicht mehr mit dieser Person Mann identifiziert werden, ja, und konfrontiert werden. Und ich habe das Recht natürlich, als Frau anerkannt zu sein in der Gesellschaft. Ich habe Brief und Siegel, Vornamensänderung und ich habe das ja nicht umsonst gemacht, ja, und jede Konfrontation mit dem früheren äußerlichen Geschlecht bringt mich natürlich in tief traurige, depressive Stimmung, muss ich sagen. Also ich leide bereits schon wieder drunter, ja. Also auch jetzt, wenn das Lied wird ja weiterhin verkauft durch Amazon und iTunes und überall. Das neue Album kann man sich überall kaufen, auch im Mediamarkt wahrscheinlich. Wie ist das für dich? Ich werde halt auf jeden Fall versuchen, das zu boykottieren, was nur geht. Du hast ja Strafanzeige auch gestellt wegen Falschbehauptungen in dem Lied drin, ja. Also zum einen, weil sie sich als Schläger bezeichnet haben natürlich, was nicht stimmt. Genau. Und aber doch sicherlich auch wegen dem, deswegen habe ich dich vorher direkt darauf angesprochen, weil sie singen ja auch, dass so ein Horst sich entschieden hätte, sich zur Frau umwandeln zu lassen. Und wenn ich richtig verstanden habe, bist du mit dem eigentlich auch nicht einverstanden, mit der Darstellung. Genau. Ja? Auch nicht einverstanden. Auch nicht. Und ich nehme mal an, ich weiß nicht, dass du auch nicht hingegangen bist und deinen Penis abgeschnitten hast. Klar, müsste ja jemand, der seinen Penis durch einen Unfall verliert, ja automatisch zur Frau sein werden. Ja, das geht ja gar nicht. Du bist eigentlich auch, also das war ziemlich unfair, doch eigentlich dann zu sagen nochmal, dass der Horst sich entschieden hätte, eine Frau zu werden. Eigentlich hat sich ja die Monika entschieden, sie selber zu sein, oder? Genau, ganz genau, so ist es. Mal wieder zurück zum letzten Freitag. Also der Auftritt war ja, es gab ja vorher Gespräche mit den Orsons und die hatten ja auch irgendwie gesagt, sie würden was ändern und sie hätten so wahnsinnig viel Verständnis für dich und für uns. Und dann kam dieser Auftritt und ja, wie viel Verständnis kam da für dich rüber? Also ich meine, ja. Ja, wie viel kam da rüber? Nicht so besonders viel, ja. Sie haben sich zwar gemeldet und so, ja, dass eben kritisch wird für uns und so, und sie haben befürchtet, dass der Song irgendwie nicht gespielt wird und alles, und aber zu guter Recht, ich meine, es müssen einfach so Dinge gemacht werden, damit man einfach die Leute zum Nachdenken anregt, ja. Also ich habe es auch in der Schule gelernt, Konflikte bestehen immer, wenn zwei Personen sich gegenüberstehen und
Also der Konflikt entsteht auf jeden Fall, wenn es unvereinbar ist und dadurch eine Beeinträchtigung entsteht. Und das ist eben das, was jetzt stattfindet. Das ist dieser Konflikt und man versucht eben diesen Konflikt zu lösen. Dann man braucht einen Supervisor, ja, der beide irgendwie verstehen kann oder irgendwie das Management hat. Aber das sind halt einfach, ich denke, das ist auch eine Reihe von Missverständnissen, die da stattfinden. Die verstehen uns nicht. Und wir verstehen die nicht, ja, denke ich auch, ja. Und also es ist halt einfach, also man merkt auf jeden Fall, dass noch viel Klärungsbedarf und Aufklärungsbedarf auf jeden Fall besteht, ja. Aber Konflikte müssen einfach bestehen, weil Konflikte sind, es ist ein notwendiger Konflikt. Und dieser notwendige Konflikt trägt dazu bei, dass sich was ändert. Es ist ein notwendiger Konflikt. Das hat schon immer stattgegeben, wenn soziale Veränderungen stattgefunden haben. Gibt es halt notwendige Konflikte, die einfach zur Veränderung bewegen, ja, und das ist halt jetzt da. Und auf die Orsons bezogen, welche Veränderungen wünschen du dir da? Also ich wäre sehr davon überzeugt, dass solche Songs in Zukunft nicht mehr gespielt werden dürfen, dass wir das Gefühl haben, dass wir noch in einem Rechtsstaat leben, ja, dass man sowas unterbindet, ja, solche Songs, ja, und dass die Einsicht jetzt kommt von den Orsons, ja, auf jeden Fall. Und du meinst mit, was meinst du genau mit solche Songs? Also dass Songs, die die anderen Leuten ihr Leben nehmen oder auch über Transsexualität, was meinst du mit solche Songs? Dass halt einfach über jemanden bestimmt wird und einfach Unwahrheiten verbreitet werden, ja. Und natürlich über Transsexualität, da muss natürlich auch sehr aufgeklärt werden erstmal und das findet nicht statt. Ich finde, dass es halt hinsichtlich, dass natürlich diese Medien ja natürlich auch verhindern und manipulieren, ja. Und das ist eigentlich der größere Übeltäter, muss ich sagen, bei der ganzen Sache. Die Medien sind halt einfach, die manipulieren halt, ja. Man hat es jetzt gemerkt an dieser alten Journalistin vom Stern, Susanne Baller heißt sie, die natürlich auch wieder genau davon angefangen hat, ja, da ein transsexueller Nazi hat sie geschrieben. Also hallo, geht's noch? Also die muss auch eine Rüge bekommen. Auf jeden Fall. Also ich würde am liebsten die Hölle heiß machen. Ja, und die Medien, ich meine, auffallend war natürlich auch die Rolle, was war das Radio, was war das, nicht Energy, was war das im Saarland? Big FM war das, genau. Also die Leute von Big FM, ne, als dann der Song dran kam, da wurde dann dein Name auch gekrönt. Monika haben sie dann immer gesungen und so. Weiß nicht, hast du das gesehen? Dein Auftritt zufällig. Ja, was hast denn du da gedacht? Also auch über die Leute oder über, weiß nicht, die Medien mal wieder? Ich habe halt gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Haufen Unwissender, ja, dem man eigentlich das gar nicht verübeln kann, weil schließlich haben die ja nur Monika gerufen und ja, Monika ist ja eigentlich okay, aber ich denke mal halt, dass die halt auch, dass sie sich halt auch von denen inspirieren lassen haben mit dieser falschen Meinung und das ist ja eigentlich diese schlimme Auswirkung von dem ganzen Song. Ja, dann bei dem Wort Meinung, wo hört bei dir die Meinung auf, Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit hört bei mir auf, wo andere Menschen nicht beleidigt oder nicht beeinträchtigt werden. Das steht sogar im Grundgesetz. Jeder darf seine Meinung äußern, außer dass halt niemand beleidigt wird, ja. Das steht im Grundgesetz, ja. Und natürlich auch noch die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und die ist ja nicht gegeben. Freie Entfaltung. Ich kann mich ja nicht frei entfalten. Ich werde ja behindert durch diesen Song. Mhm. Es gab ja ein paar Leute, die haben ja behauptet, ja, du wärst ein Spaßverderber, dass du das nicht einfach verstehst, mit dem, dass man da halt eben ein lustiges Liedchen über dich macht und haben nach Zensur gerufen und sowas, was da geschieht, wenn man das Lied verbieten möchte und ja, was sagst du denn den Leuten? Ich würde sagen, diese Leute sollen sich ihres eigenen Verstandes bedienen, so wie das natürlich schon Brecht gesagt hat. Oder war das Kant oder Brecht, einer von beiden. Die sollten halt einfach mal selbst reflektieren, ja, was sie da einrichten. Das ist das Problem. Die Leute reflektieren nicht mehr selbst, ob das richtig, ob das falsch war, ja. Die müssen sich auch ethisch damit auseinandersetzen, ob richtig oder falsch, ja. Ich denke, wenn die Gesellschaft so weitermacht und die Gesellschaft weiterhin von den Medien so manipuliert wird, ja,
dann stehen wir vor einem ganz gefährlichen Abgrund, und zwar das ist der Scheideweg der Demokratie, zwischen Demokratie und Diktatur. Und das ist eigentlich die Quintessenz von dem Ganzen. Also ich habe das genau, wenn du das gerade erwähnt hast, also wir haben auch das Gefühl, dass die Medien eigentlich eher eine Kopfwäsche betreiben, so eine Absprache irgendwie haben. Also alles, was über Transsexualität berichtet wird, ist irgendwie immer der gleiche Text, nur in verschiedene Zeitungen. Das ist eigentlich auch das Gefühl, dass da überhaupt gar keine Offenheit herrscht, gar kein Wille damit, sich auseinanderzusetzen eigentlich in den Medien. Natürlich denke ich das. Und genauso wie es die Initiative Neue Marktwirtschaft macht, ja, manipuliert, was natürlich zu unseren, was natürlich die Feinde der Demokratie sind, ja. Ich glaube sogar, dass dieser Song auch hauptsächlich diesbezüglich auf Profitinteressen abgesehen haben, ja. Also Spaltung der Gesellschaft, das ist das eine, und Profitinteressen, ja. Oder die Spaltung der Gesellschaft, dass man eben die Welt nicht mehr verändert, ja, dass die alle untereinander mit sich aufeinanderhetzen und so beschäftigt sind, ja, statt dass man zusammenhaltet, dass man eine Solidargemeinschaft wird, ja, wird natürlich untereinander gehetzt, ja. In diesem Fall mit meinem Thema, aber auch so schlecht bezahlte Arbeitnehmer gegen die Bezieherinnen oder ein Bezieher von Arbeitslosengeld 2, besser Verdienende gegen die schlechter Verdienenden und so weiter, sodass halt nie Einigkeit herrscht in der Bevölkerung. Und das ist das Schwierige dabei, ja. Das ist bewusst so gemacht, dass die Leute nicht mehr zueinander finden. Denn nur eine Gesellschaft, die zusammenhält, die kann die Feinde der Demokratie beseitigen. Wie könnte man da hinfinden? Was meinst du? Also was könnten wir tun? Drücken wir es mal andersrum aus. Keine philosophischen Sachen vielleicht, sondern ich meine, was können wir tun, um da mal hinzufinden und dass diese Teilung aufhört, dass man wieder mehr aneinander vielleicht zuhört und da ein bisschen mehr Verständnis hat? Da muss man sich den Medien abwenden. Muss ich den Medien abwenden? Natürlich nicht. Man muss natürlich das Zeitgeschehen einfach auf dem Schirm haben, natürlich. Aber man muss halt einfach sagen, stimmt es. Man muss die ganze Sache selbst hinterfragen. Man muss selber hinterfragen, ist es richtig, was die Medien sagen, ja? Stimmt es mit dem Grundgesetz, ja? Man muss sich Gedanken machen, ob das für alle vertretbar ist, ja? Oder ob da eine Beeinträchtigung entsteht. Und wenn irgendwo signalisiert wird, da besteht eine Beeinträchtigung, oder warum tut die Person, also in dem Fall bin das ich, warum tut die sich jetzt aufregen, dass man da einfach sich drüber nachdenkt, warum fühlt die sich jetzt angegriffen und so, und wegen diesen Gründen, ja, Persönlichkeitsrecht missbraucht, ja, also man muss halt einfach mehr drüber nachdenken, sein eigenes Tun, seine eigene Meinung reflektieren, ja. Ich habe hier noch was auf meinem Zettel stehen, Orsons Doppelpunkt Liebe. Die Orsons behaupten ja, einer hat gepostet, sie wären die Ritter der Liebe oder sowas ähnliches, und ja, also irgendwelche solche Liebe- und Heilsverkünder tun sie, also werden sie das immer. Wie kommt dir denn das vor, wenn du es so hörst? Ich habe die Orsons leider nicht persönlich kennengelernt, aber das Treffen sollte stattfinden laut Cars. Natürlich sind die jetzt alle ein bisschen sauer auf mich, weil wir natürlich jetzt so reagiert haben. Aber das ist halt auch notwendig, ja. Also in jedem Mensch steckt ein kleiner Funke Liebe drin, immer. Ja, aber wenn das einfach nicht sichtbar wird oder einfach nicht umgesetzt werden kann, ja, dann ist das sehr bedenklich, ja. Also das ist auch ein schwieriges Wort, ja, Liebe. Ich habe jetzt auch nicht andere Songs angehört. Ich kannte die Band eigentlich gar nicht. Generell sollten die echt nochmal drüber nachdenken, was Liebe ist und Nächstenliebe. Und Liebe kann auf jeden Fall nicht stattfinden, wenn eine Beeinträchtigung stattfindet, wie es jetzt ist, ja. Okay, Mensch, super. Wie geht es denn jetzt erstmal weiter mit der, das nochmal als offizielle Interviewfrage, mit der Klage gegen die Orsons?
Kaas hat mir zugesichert, dass die sich jetzt mit mir treffen werden, die Orsons, und dann wird man sehen, was kommt, ob nochmal was interpretiert wird. Also ich denke auch, dass wir uns mal mit denen zusammensetzen können und dass wir eben bei den Orsons müssen anfangen, die Welt zu verändern. Ganz gewaltig. Man muss natürlich miteinander reden, um rauszufinden, was natürlich für Interessen wirklich bestehen, ja. Ich kann das nicht anhand einer Person feststellen. Ich muss mit der ganzen Band reden, ja. Ich muss wissen, was da dahinter steckt, ja. Und dann kommt es auch drauf an, ja, ob natürlich die Band bereit ist, in Projekte zu investieren, die natürlich Toleranz fördern oder die halt einfach gegen Rassismus sind oder so irgendwas oder gegen Vorurteile, ja, dass die halt einfach in Projekte investieren, ja. Also so muss das natürlich auch sein, ja. Das muss man halt einfach gucken, was die jetzt machen. Und allein schon von dem her muss ich mich mit denen treffen, damit ich denen auch sagen kann, also hey, ihr müsst da und da und da und da. Ihr könnt das jetzt auch gerade biegen durch das und das, ja. Ne? Also positives Zeichen, dass sie dagegen setzen. Mit dem Geld, das sie mit dir verdient haben. Genau. Und an dir verdient haben, ne, dass er eigentlich dir zustehen würde, gerechtigkeitsgemäß. Veränderungen sichtbar werden von denen ihrer Seite. Das heißt, okay, sie machen was, auch mit dem Profit. Sie tun es an die richtige Stelle investieren, ja. Das ist doch noch wenigstens, das ist Liebe, ja. Genau das ist Liebe, ja, wenn man das Geld hingeht und tut, oder tut, ja, dieser vermurkste Song, sage ich jetzt mal, dass der halt einfach wenigstens dazu verwendet wird, auch nochmal was Gutes zu tun, ja. Also das ist das Mindeste, was ich von denen erwarte, um das rauszufinden, um das, ich muss halt mit allen Mitgliedern sprechen, ja, das muss man natürlich aussagen. Also ohne Kommunikation geht's halt nicht. Und das ist ja auch das, was Atme und wir erreichen wollen, es muss eine Kommunikation stattfinden und es muss eine Kommunikation in der Öffentlichkeit stattfinden. Das sind unsere Ziele, ja. Wir dürfen einfach nicht mehr, wir dürfen da nicht als Witzfiguren behandelt werden, der Gesellschaft kann nicht sein. Ja. Wir haben Recht darauf, dass wir als normale Menschen behandelt werden, nicht Menschen zweiter Klasse, so wie das jetzt gerade so scheint, ja. Und wir müssen uns wehren, solange das so ist, ne? Genau. Also es muss auf jeden Fall ein Treffen stattfinden, das ist klar. Okay, gut. Also zurzeit ist ja kein Kontakt jetzt gerade, ne? Das müsste man nochmal abwarten, ob da nochmal was passiert, denke ich, oder? Genau, wenn nicht was gravierend Positives passiert, bleibt natürlich auch die Anzeige bestehen. Mhm. Das ist klar, ne?